Der Amboss-Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute mit folgendem Thema: steigende Inzidenz kolorektaler Karzinome in den USA. Darüber wollen wir sprechen. Wir, das sind Annalena und Patricia, Ärztin aus der Amboss-Redaktion. Herzlich willkommen. In Deutschland werden von den Krankenkassen ja ab dem 50. Lebensjahr regelmäßig Untersuchungen zur Früherkennung von Darmkrebs angeboten. Und da gibt es ja auch einige Prominente, die man so kennt, die dafür Werbung machen, wie zum Beispiel Klitschko. Ist zwar schon eine Weile her, aber man erinnert sich. Und in den USA gibt es jetzt Hinweise auf eine steigende Inzidenz kolorektaler Karzinome, vor allem bei jüngeren Patienten. Und Annalena, du hast uns jetzt zu dem Thema eine Studie mitgebracht aus JAMA. Erzähl doch mal. Ja, und zwar handelt es sich dabei um eine Auswertung von großen Datensätzen aus dem sogenannten SIA-Programm des amerikanischen National Cancer Institutes. SIA steht für the Surveillance Epidemiology and End Result Program, ist also sozusagen das amerikanische Krebsregister. Und dieses Programm sammelt umfangreiche Informationen zu Krebsstatistiken mehrerer US-Bundesstaaten mit dem Ziel, Krebserkrankungen besser zu verstehen und weiter zu erforschen. Und die Autoren haben die epidemiologischen Zahlen aus diesem Datensatz zum kolorektalen Karzinom unter die Lupe genommen, und zwar genauer gesagt die Daten der 40- bis 49-Jährigen. Warum hat man sich denn jetzt genau diese Altersgruppe eigentlich angeschaut? Es gibt Hinweise, dass eben die Anzahl von Neuerkrankungen an kolorektalen Karzinomen bei Menschen unter 50 Jahren in den USA ansteigt. Und theoretisch kann das jetzt zwei Gründe haben. Erstens, und das wäre tatsächlich der beste Fall, durch eine erfolgreiche Diagnostik erkennt man die Tumore früher. Dann würde man erwarten, dass vor allem die Zahl früher Krankheitsstadien ansteigt. Oder aber zweitens, und das könnte ein bisschen besorgniserregend sein, die Anzahl der Neuerkrankungen nimmt halt tatsächlich zu. Zum Beispiel durch veränderte Lebensstile. Schließlich gelten bestimmte Ernährungsgewohnheiten ja, wie ganz konkret viel Fleisch und viel Fett und wenig Gemüse oder auch Adipositas und Rauchen, als Risikofaktoren für die Entwicklung von kolorektalen Karzinomen. Und um dem nachzugehen, werteten die Autoren jetzt Daten aus dem Zeitraum von 1975 bis 2015 aus. Und zu welchem Ergebnis sind die Autoren gekommen? Die Inzidenz kolorektaler Karzinome in der Altersgruppe 40 bis 49 steigt tatsächlich an. Um wie viel stieg denn die Inzidenz genau an in diesem Zeitraum? Hier ist vor allem der Unterschied zwischen den Krankheitsstadien interessant. Die Inzidenz für fortgeschrittene Tumore stieg jährlich um knapp 3%. Die Inzidenz für lokalisierte und regionale Karzinome hingegen stieg nur um ungefähr 1,5%. Das heißt, diese Zahlen sprechen jetzt tatsächlich dafür, dass es eben eine Zunahme kolorektaler Karzinome gibt und diese Zahlen nicht nur auf sozusagen bessere diagnostische Verfahren zurückzuführen sind. Und wie erklären sich die Autoren jetzt diesen Anstieg? Also eine Ursache könnte sein, dass eben die Diagnostik doch eine gewisse Rolle spielt, und zwar die Detektion von Metastasen. Also nicht die Früherkennung und Screening sozusagen von dem kolorektalen Karzinom, sondern tatsächlich die Detektion von fortgeschrittenen Krankheitsstadien. Ein anderer Grund könnte sein, dass zum Beispiel bestimmte Tumorentitäten einfach aggressiver wachsen. Allerdings muss man sagen, dass die Autoren das nicht als Ursache wirklich diskutieren, sondern im Prinzip nur als offene Fragen in den Raum werfen und sagen, dass vor allem Studien wichtig sind, um genau diesen Fragen weiter nachzugehen. Ja, und außerdem weisen die Autoren darauf hin, dass dann zum Beispiel bestehende Screening-Maßnahmen ausgeweitet werden müssten. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, dass man vielleicht das Alter sozusagen vorzieht auf Screening-Verfahren, Koloskopien ab 40, ja. Das verstehe ich, finde ich, macht alles Sinn. Gibt es denn jetzt eigentlich vergleichbare Zahlen in Deutschland dazu? Meines Wissens nach tatsächlich nicht. In Deutschland zeigen die Statistiken, dass die wohlgemerkt altersstandardisierte Inzidenz und Mortalität von Darmkrebs ab dem 55. Lebensjahr seit Jahren abnimmt, und zwar vor allem seit der Einführung der Vorsorgekoloskopie 2002. Und das ist übrigens auch in den USA so. Also die Inzidenz und Mortalität an kolorektalen Karzinomen insgesamt nimmt auch in den USA ab. Umso interessanter ist natürlich, die Ursache herauszufinden für diesen Anstieg bei den jüngeren Patienten. Okay, zusammenfassend, also eine Studie, die vor allem etwas aufrütteln sollte und hoffentlich weitere Studien nach sich zieht. Jetzt verrat uns doch nochmal den Originaltitel. Ja, gerne. Der Titel der im JAMA veröffentlichten Studie lautet Trends in Incidence and Stage at Diagnosis of Colorectal Cancer in Adults Aged 40 through 48 Years, 1975 to 2015. Vielen Dank, und dann war's das schon. Sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.
Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonnier doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt herausgeben. Alle Infos findest du unter go.ambos.com/podcast.